Hallihallo meine lieben Ritter und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Never Alone. Ja, wir sind hier in einer Eishöhle. Hier scheint das Wasser wärmer zu sein, denn hier können wir schwimmen. Und wir wollten gerade, der Fuchs wollte gerade ohne das Mädchen abhauen, ne? Es war eine Last. Jetzt komm doch nochmal hier runter. So, der Fuchs auch. So, jetzt. Na, geht doch. Warum denn nicht gleich so? Was macht sie? Warum bleibt sie denn da jetzt stehen? Sie kann da nicht durch. Okay. Hep. Ui, und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. So. Ach, da ist wieder so ein Ding, das mir folgt. Oh. Will das hin? Da muss der Fuchs wieder hoch. So. Wo flattert denn das hin? Hallo? Ach so. Was ist das denn jetzt? Was ist das jetzt? Aha. Gut, okay, soweit habe ich es verstanden. Und wie kommt das Mädchen jetzt da hoch? Hä? Klatsch. Kannst du da hoch? Ach so, sie kann da hoch. Sie muss da sich da... Hallo? Ja, habe ich auch verstanden. So, und jetzt da hoch. Ach so, und der Fuchs muss sie jetzt da... Aha. Nee, nee, so nicht. So. So, der geht jetzt. Ja, ja, was soll das denn? Warum haut das Ding denn da ab? So, halt dich da fest. Mensch, ey. So. So. Und sie jetzt? Aha. Gut. Nein, nicht weg. Oh, ich dachte schon, ey. So. Na, da wäre das auch geschafft. So, festhalten. So. So. Alles klar. Und rüber. Aber die Geister hören nur auf den Fuchs, ne? Halt! Na klar, das sind ja Tiergeister, ne? Hui! Oh Gott, das war knapp. Was ist denn hier unten? Nichts. Oder? Oh.
Ja, okay. Da gehen wir dann nochmal mit Nuna hin. Aber der Fuchs muss das... Ach nee, der muss oben lang. Und muss da stehen bleiben. So. Verstanden. So, ausholen. Nee, warte mal. Weiter nach da. Aha. Oh. Dieses Spiel. So, jetzt bleiben wir so stehen. So, können wir noch ein bisschen nach unten? So, dann können wir nämlich besser schwingen. So. Und noch mehr. Und loslassen. So. Noch ein bisschen mehr und loslassen. Okay. Und warum bin ich jetzt hin? Ah, okay. Komm doch bitte noch mal runter. Hallo? Und halt dich fest. Gut, das habe ich jetzt gleich verstanden. Okay, alles klar. Ah. Wo muss denn der Fuchs hin? Kann das auch? Nein, du dummes Mädchen. Okay, wir gucken erstmal hier weiter. Und nochmal. Ups. Ach, jetzt schwimmt er oben. Alles ist lebendig. Wir müssen bestimmt da drüben weiter, ne? Oder wo müssen wir jetzt hin? Oder müssen wir jetzt tauchen? Oh, ich finde das Licht so geil. Wo taucht sie denn hin, Mensch, ey? Oh, dieses Mädchen. Ernsthaft. Wir müssen bestimmt hier lang. Oh, Mädchen, ey. Ich übernehme jetzt die Kontrolle. Aber es ist auch schön, dass wir anscheinend unendlich unter Wasser bleiben können. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. So. Sind wir hier? Waren wir hier vorhin schon mal? Offenbar nicht. So, kann er jetzt... Wir müssen das Ding jetzt mit unserem Bola treffen. Ja, das war schon wieder zu hoch. Das war zu tief. Ach, ich hasse das. Kommt gar nicht da durch, ne? Da ist der Wasserfall. Was müssen wir denn jetzt machen? Muss der Fuchs erstmal hier hoch. So. Dann werden wir noch mal gucken, was wir hier machen können. Wow! Schwimmende Geschichte. Okay. Geist des Wahres.
Okay, komm mal mit. So, wo genau muss das Ding jetzt mit hinkommen? Halt, bleib mal. Hier wahrscheinlich, ne? Ich treffe das jetzt hier mal. So. Ja, genau. Nein, Fuchsi. Hep. So, sie kann gleich darüber. Er hinterher. Halt, nein, Fuchs, nein! Da haben wir den Salat. Kleines Fuchsi. Hätte ich jetzt auch mal dran denken können, dass da ja der Wasserfall ist. So, und jetzt bleiben wir schön vor dem Wasserfall. Versuchen wir das da oben abzuschießen. Okay. Oh, noch höher. Okay. Die Bergschere lügt, der Regen nährt, Schubflorheit. Akabigom, kingamigom. Shublogat akabigom silyamon. Ilakataktok silyamon. Tipinigayt sanganon nunakken. Eines Tages fragte er sich, warum nur ist das Wetter eigentlich so? Meer und Luft haben den Himmel berührt. Jetzt habe ich gar nicht da stand, glaube ich, der Name des Fuchses gerade, ne? In dem Erfolg. Okay. Wir sind jetzt am Ufer eines Küstendorfes. Und hier dürfen wir bestimmt auch nie wieder nicht ins Wasser. King Island, okay. Gut, bis jetzt ist es einfach. Es freut mich. Damna nunakke in nit kingainyakso. Deinabdak pingabulugo. Ibeak shagrolum. Ay magabiatun. Traurig. Okay, was kommt jetzt auf uns zu? Das sieht doch schon wieder. Einem Rätsel aus, wollte ich gerade sagen. Ah, der Fuchs kann. Der kann höher springen. Hep. Und direkt in den Tod. Muss das Ding hier. Der Fuchs. Oder muss der auch erstmal hier unten hin. Und dann hier rüber. Und dann darauf. Ah ja, das sieht schon besser aus.
Bleibt das unten? Ja. Ah, ich habe verstanden. Julia. Julia hat verstanden. Na komm mit. Du kleines Tierchen. Du weißes Fellknäuel. Oh. Schnell, schnell, schnell. Ja. Der Fuchs hat's nicht geschafft. Leiter hochklettern. Okay, das kann der Fuchs nun nicht. Wenn hier schon viele, wenn er hier schon vieles kann. Ach, ich dachte, ich springe jetzt wieder daneben. Oh, Nordlichter, Leute, ey. Ich sehe es gerade. Ich würde ja unglaublich gerne mal richtige Nordlichter sehen, ey. Ich finde die so klasse. Das ist richtig schön. Ich finde das so super. Na, schieb! Kann ich das nicht schieben? Muss sie das ziehen? Hä? Ja, geht doch. Ach, ich habe hohe B gedrückt, ey. Ich bin auch gut. Ach, oh! Das rutscht wieder zurück. So, weiter geht nicht. Nicht auf die Kiste, ich will, dass du... Ja, genau. Huch, was war das denn gerade? Ja, und jetzt? Was muss ich jetzt tun? Na, da kommst du doch hoch, oder? Ja, genau. Gut. Also an der Eule ist immer Checkpoint. Nordlichter, oh ja. So habe ich mir den aber nicht vorgestellt. Sieht ja aus wie E.T. Sind die gefährlich? Einfach mal durchspringen. Ja, scheint zu gehen. Und Mensch, ich sehe... Huch! Nein, nicht den Fuchs! Hallo! Gefährlich! Nee, dann stelle ich mal auf Pause und ich sehe gerade, ich bin schon wieder über die Zeit. Und dann beende ich diese Folge für heute. Hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Lasst ein Like oder ein Abo da und wir sehen uns ja in der nächsten Folge. Das war ein Let's Play Never Alone.